Hallo Welt. Hello World. Wie erfährst du dich selbst gerade in diesem Augenblick? How are you experiencing yourself right now? Ich hoffe, du hast immer das Gefühl, jede Situation handeln zu können. I hope you always have the feeling to be able to handle every situation. Und wenn nicht, dann findest du vielleicht Komfort und Trost in der Tatsache, dass es manchmal darum geht, einfach alles loszulassen, einschließlich aller Ideen und Vorstellungen, wie etwas gehandelt werden sollte. And if not, if you have the feeling you can't handle the situation, then maybe you find comfort in the words and in the fact that sometimes it is just like that, and it is about letting go of every idea you ever had about how to handle a certain situation. Und aus Loslassen ging es auch für mich in den letzten Monaten. Und du wirst es sicherlich auch bemerkt haben, dieser Kanal hat sich verändert, ganz von selbst, ohne dass ich die Intention hatte. Und um den neuen Zweck dieses Kanals geht es für mich jetzt gerade für dich. And letting go was what was very much experienced from me in the last month. And this YouTube channel here is actually a symbol of that, because it changed so much without myself even doing anything for it by intention. And it is about this channel, what I want to share with you right now, and I'm quite excited about it. Dieser Kanal startete vor mehr als 3 Jahren mit der Idee, meine Erkenntnisse und Erkenntnisse anderer im spirituellen Kontext zu teilen, und das alles rein auf Deutsch. Und wie du jetzt siehst, hat sich dieser Kanal sehr gewandelt. Es sind nicht nur mindestens die Hälfte der Abonnenten mittlerweile englischsprachig, sondern es ging auch plötzlich darum, Events und andere Dinge zu teilen, die ich einfach nur filmte und diese Aufnahmen ins Internet stellte. So, this channel started 3 years ago, more or less, with the intention to share my insights and realizations and the realizations of others in the spiritual context, and this only in German. And as you can see now, the channel has a lot of English speaking subscribers as well, and I share a lot of other stuff, like even recordings from events and other things that just inspire me. And this is actually what is going to change in this channel. Und das ist es auch, was sich in diesem Kanal verändern wird. Ich mache hiermit offiziell diesen Kanal zu einem echt offenen Kanal. Was heißt das? Es heißt, dass ich dir anbiete, hier deine Themen, deine Fragen, deine Erkenntnisse, dein Teilen gerne aufnehme, indem du mir entweder eine E-Mail schreibst oder es einfach unter die Kommentare in einem Video schreibst. Und wenn dich etwas inspiriert hat oder wenn dir eine Idee, ein Gedanke gekommen ist, und die Idee ist, dass ich all diese Dinge oder natürlich auch Dinge, die mich in meinem Alltag inspirieren oder in denen ich eine Einsicht bekomme, diesen Faden aufzunehmen, ihn zu erforschen, ihn aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, all das anzureichern, Perspektiven zu ergänzen davon, die natürlich alle auf ein Zentrum deuten. Aber wie du ja weißt, es geht darum, dass dieses eine, dieses Zentrum sich
in 360 Grad Perspektive erfährt, ja, sodass das wieder zurückkommt. Und das ist der Punkt. Es muss wieder zurückkommen. Es muss wieder zurück ins Zentrum. Es geht aus vom Zentrum und es geht wieder zurück ins Zentrum. Und dieses Netzwerk, das sich daran aufbaut, dass die einzelnen Perspektiven ihrer selbst wieder gewahr werden und all der anderen Perspektiven, die alle sich im Zentrum treffen. Das möchte ich gerne mit euch sehr viel mehr erfahren. Und in diesem Erfahren erfahren wir alle mehr und mehr das Zentrum, das eine, aus dem all das entsteht und das immer in uns zu finden ist. So, what I want to do, what I want to invite you to, really invite you to, is to share or to write me in an email or in a comment under a video of mine your insights, your realizations, your stories, your questions about whatever. It doesn't matter. The thing is that I would like to pick up this thread and just share my perspective on that, all about, you know, pointing to the center and really coming from my heart, from my stories that I discovered. And it's all about this common goal to share all our perspectives so we can get aware again of the center, because, you know, everything, the center experiences itself from every perspective of the 360 degree, and it needs to experience all those perspectives to learn something about itself, to learn something new about itself. So it is about the perspectives getting aware of themselves, getting aware of the other perspectives, and getting aware, because of that, getting aware of this one and only center that is always in them and where everything spreads out from and goes back. So this is what I invite you to. So das, dazu lade ich euch ein, dazu lade ich mich ein, Dinge, die euch inspirieren, eine Frage einfach reinstellen oder ein Erlebnis reinstellen. Wie gesagt, schreibt mir gerne eine E-Mail. Alles das findet ihr im Text unter diesem Video. Und lasst uns das Zentrum allen erfahren. Und ich habe sehr viele Ideen, die ich in der nächsten Zeit umsetzen möchte. Bleibt dran, es wird jetzt wieder häufiger Videos geben. Mal in Deutsch, mal in Englisch, die wichtigen Sachen immer in beiden Sprachen. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Ich lade euch ein, wirklich dieses Netzwerk sichtbar werden zu lassen und über alle sprachlichen Grenzen hinaus zu bemerken, dass wir alle Teil des einen Netzwerks sind und dass wir nur dieses Netzwerk wieder erkennen, wenn wir es zum Leuchten bringen, wenn wir es anerkennen, wenn wir auch die anderen Perspektiven sehen und immer aus dem Zentrum der Liebe heraus betrachten. Und dazu, wie gesagt, werde ich sehr viel mehr noch teilen. So what it all is about is to get aware of the network and to create a network where we can actually get to know each other, each perspective and ourselves at the first place, and come out of love while we are actually getting aware of our perspective and of the perspectives of others. So this is what this channel invites you to, and I hope you are with me. I hope you are spreading the word. I hope you are using that channel, really, because I will use it, definitely. Und so hoffe ich, dass du dich eingeladen fühlst und dass du vielleicht auch das verbreitest, denn hier hast du eine Plattform, hier hast du die Möglichkeit, sie zu nutzen, und ich werde diese Plattform definitiv nutzen. Und in diesem Sinne, danke und have einen bewussten Tag. I thank you very much and
have a conscious day.